Ah, was ist denn hier los? Hier liegt Schnee. Nee, ich geh wieder rein. Ist mir zu kalt. So, das sieht ja schon viel, viel besser aus. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22. Wir haben April und wir werden jetzt diese beiden Felder beackern, denn wir wollen hier, ja, bekanntlicherweise Mais anbauen für unser Fermentiersilo, dass wir Silage bekommen. Was wir denn jetzt famos an unsere Kühe verfüttern werden. Die haben sich wahrscheinlich in der Zeit, wo wir die Monate jetzt Winterschlaf gehalten haben, auch ganz fein, brav, ordentlich vermehrt. Und jo, dann müssen wir jetzt hier mal so Sachen machen, nicht wahr? Erstmal eine Runde Dünger drauf, die da relativ schnell. Und danach mit einem Grubber immer rüber feuern. Sojabohnen 1,6, guter Preis. Ich würde sagen, wir verkaufen. Ne? Also für mittlere Schwierigkeitsstufe ist 1,6 nicht schlecht. Wenn du guckst, das wären, naja, fast 100.000, ne? Nicht ganz. So, mach sie hier auch gleich weiter, bitte. Ja, danke, super. Wir werden die Felder nochmal eh mal richtig beackern. Vielleicht lassen wir sie ja das Feld direkt vor der Haustür und machen hier hinten eine Scheune hin. Weil, na, hier mit die Gerätschaften umdrehen ist sowieso mal ein bisschen komisch. Deswegen wird es wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir hier hinten, wo wir gerade stehen, nochmal uns irgendwie was hinbauen, wo ich mir so denke, ja, wäre praktisch. Ne, du kommst hier hinten eh nicht weiter, du kannst hier nicht großartig fahren, das ist quasi wie eine Sackgasse. Ja, wir sehen noch nicht, ob wir da was zum Durchfahren machen oder was zum Rückwärtsrinfahren oder mal sehen. So, auf jeden Fall müssen wir uns etwas sputen. Ich würde, wie gesagt, die Sojabohnen sehr gerne wegbringen. Also holen wir sie wieder raus aus dem Lager. Warte mal. Ah, Gerste im Juni. Wir haben ja Gerste angebaut, ne, auf den Feldern. Ja. Apropos Felder. Ich würde vielleicht nochmal versuchen, dass wir unsere Ländereien auch etwas erweitern. Was ist denn mit dem Land? Das kostet 226. Wäre theoretisch in unserem Budget. Das ist hier immer Straße rüber, ne? Das wäre ja kein Thema. Wäre ja nicht so doof. Wächst hier irgendwas, was man nicht brauchen könnte? Zeig mal. Ja, nichts wächst hier. Ja, nichts. Das ist sehr schade. Muss aber weder gepflügt noch sonst was werden. Könnte man beackern. Ja. Okay. So, Düngerstreuer fahren wir wieder beiseite. Das ging ja relativ schnell. So. Könnte wetten, Gras ist auch reif. Könnten wir. Ah, der Fendt ist ja voll schön, oder? Ich mag die Optik von der Motorhaube. Oh, wir sind da ja nicht hingefahren. So schön aggressiv und so nach vorne abfallen mit die bösen Scheinwerfer-Augen-Optik-Dingsbums. Ne, ihr wisst schon. Ne, echt coole Karre. So, was wollte ich? Ah ja, Grubber. Quatsch, Mulcher. Entschuldigt. Ja. Oh, die neuen Gerätschaften ein bisschen einfahren, damit sie wissen, was sie erwartet hier, ne? So, dann fahren wir hier durch. Dann klappulieren wir der Garrett mal auseinander. Und dann lassen wir mal hier vorne starten. Dann kann er hier Jant fröhlich durchmulchen. Danach kommt die Sämaschine in Einsatz und dann mit der Walze und fertig. Wird relativ schnell gehen. So, pass mal auf. Wir werden. Ja, mache ich schön weiter. Fahren wir den Apparat hier beiseite? Nö, ne? Den würde ich vielleicht wieder vernünftig drunter fahren. Das wäre mir bald lieber. Warte mal, komm mal. Lenk. Machst du lenken? So. Bisschen Gerade. Super. Okay, man kann nämlich wunderbar drunter durchfahren. Jetzt nehmen wir den Kamerad. Fahren die ein bisschen hoch. Wir haben 68.000 Liter Sojabohnen im Silo. Bedeutet, passt nicht alles in den LKW. Was wiederum bedeutet, dass wir mehr wie einmal fahren müssen. Was wiederum bedeutet, wir werden das alle zur Eisenbahn bringen. Fahren wir rückwärts. Ist hier festgefahren? Nee, nee, geht doch. Hallo? Was ist da los? So. Warum willst du da nicht unter? Hä? Was ist denn hier los? Ist der Fußboden so schief, dass das nicht geht, oder was? Komm, wieder hin. Hoch, hoch mit dir. Na komm, na komm, na komm. Na komm. Ja. So, da siehst du. Beim ersten Mal.
bewegt sich auch nur ganz bisschen doll weg, ne? Aber warum? Ich erkenne da gerade Problematiken. Wir kriegen das um Verrecken hier nicht runter, ne? Liegt das an der schiefen Terrain-Geschichte hier oder was? Da müssen wir da irgendwie anders drunter fahren. Macht mir gerade keine Freude. Wie gesagt, wir probieren das hier zum ersten Mal aus, ne? Wenn das Lager irgendwie Käse ist, dann fliegt das weg. Dann bauen wir hier ein anderes hin. Da habe ich jetzt. Nee, so geht. Alles klar. So, LKW raus. Immer hier drunter durch. Okay, wir das gleich durch mit Mulchen. Ehre. Super. So. Das können wir da natürlich nicht durchfahren. Hier würde ich ungern gegenfahren. Entweder müssen wir das Silo komplett woanders hinbauen, wo das nicht stört. Oder wir bauen einfach ein anderes. Wäre mir vielleicht, glaube ich, so ja, unter Umständen lieber. Wie sieht noch nicht? So, mach mal rein hier deine Sonja-Bohnen. So. Okay, die laufen fröhlich rein. Bei der Honigproduktion stand eine Palette. Die können wir wegräumen. Ach, so viel zu tun, das ist toll, ne? Wenn man mit immer hier schön Arbeit hat. So, bei den Hühnern ist, glaube ich, ganz doll Futterbedarf. Oh, ja. Euer Eimer ist alle. Ich eile. Warte mal, wie sieht es denn bei euch aus im Menü? Seid ihr schon am Verhungern? Aber doll. Das ist nicht gut. Im Lager haben wir ja auch nicht mehr, ne? Negativ. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir ganz schnell Hühnerfutter holen. Wir können schon mal kaufen. Da. Was war denn günstiger? Warte mal, hier sind drinne 1000 Liter Weizen für 1,4. Hier sind drin 1000 Liter Weizen für 1,5. Ne, dann nehme ich doch lieber davon, oder? Ist doch günstiger. 8. So 8000 Liter. Ja. Jetzt müssen wir die abholen. Mit was holen wir denn das ab? Ich habe da eine Idee. Wir können ja so in der Konfiguration den Weizen holen. Richtig, richtig. Warte mal, wie sieht es denn eigentlich mit Milch aus? Bei Milch, 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 Milch. Warte mal, da müssen wir anders, warte mal. 31.000 Liter Milch. Was? Wäre ein Tanker voll, das ist ja geil. Dann können wir vielleicht ein bisschen Geld machen. 1,2 oder fast 1,3 für Milch ist es nicht doll, ne? Tja. Was willst du machen, ne? Wenn wir das jetzt hier voll machen, dann musst du ja nämlich oben die Deckel öffnen, dann kannst du nämlich befüllen, hier doch relativ schnell. Katsching, ist schon voll. So, Deckel wieder zu. Und dann lassen wir den einfach dahin fahren. John Farmers Market. Ja. Oder warte mal, wir fahren gleich hier hinten raus. Der Motorklang von der Karre, ne? Oh, so toll. So ein toller Traktor. Ohne Quatsch, Leute. Mega. So, also der Auspuff, der ist definitiv leer. Hier ist nur Rohr. Siehst du? So geht das. John Farms Market. Dann lassen wir den noch einfach mal hinfahren. Job erstellen. Freifahrt. John Farms Market war da, oder? Kommt der hier bis zum Hof gefahren? Theoretisch müsste der sich doch schon. Ja. He's on the road, oder? Ehre. Na denn. Hau rein, Junge. Das gibt Kohle. Über 20.000 schon mal. So. Oh, der ist schon fertig. Guck dich das an. Richtig krasser Dude. So, dann fahren wir das mal beiseite hier. Der Fendt ist ein sehr, sehr schöner Traktor. Dann parken wir den Mulcher wieder in seine Ecke. So, hier sieht es sehr, sehr gut aus.
Dann klemmen wir uns die Sämaschine hinten ran. Ich glaube, die Kombi mit dem Traktor und der Sämaschine passt perfekt. Leistungstechnisch, ne? Braucht sich der Johnny oder der Case da keinen Fleck mit dem Hemde machen. Er zieht hier einfach durch. So, aber da der wahrscheinlich übelste Kuddelmuddel machen wird. So, wir müssen noch Mais wählen. So. Ach, schön. Wir lassen den einfach mal hier oben anfangen. So. Musst du fahren rückwärts. Hoffentlich hat er keine Probleme mit den kleinen Bäumchen, die wir pflanzt haben als Collie. Ja, ich denke mal nicht. Dann hätte der Mult ja auch schon rumgemeckert. So, und Action. Geil. Das sollte relativ schnell laufen hier, oder? Immer da lang und dann nochmal da lang und zurück und fertig. Denke ich mal. So, dann lassen wir den einfach mal hier rüberfahren und weiter im Text. Sehr schön. Toll. So, fährt er hier durch bis zum Haus? Nee, ne? Ne, mach da fertig. Das ist ja krass. So, warte mal, dann drehen wir aber manuell wieder um. Mit Manuel. Dann fahren wir hier zurück. Warte mal, so, ein bisschen rum. Das war zu weit. Na toll. Hätte auch mal klappen können. So, warte mal, ein Stückchen noch. Tada, und los. Haha. Ah, wie cool. Also in Schwarz ist das echt ein geiles Teil. Dann kannst du mir sagen, was du willst. So, stopp. Weiterfahren. Also ansehen hier auf den Kleinfeldern, ne? Sehr schnell gemacht. Mit 15 Meter Arbeitsbreite bist du in 0, nichts durch. Ach, wenn das immer so schnell gehen würde, wäre wunderschön. So, hier wird er gleich so Sachen machen, ne? Weil Frontgewicht und Zaun und Sämaschinen, die lang ist, und da wird er hier vorne gleich abbrechen. Oder zieht er bis durch? Nö, der hämmert in den Zaun kaputt, das ist ja praktisch. Komm, komm raus da. So. Absenken, dann machen wir ihm hier ein kleines. Ach, wobei, den kleinen Zipfel hier hinten. Na guck mal, das meine ich, ne? Du bist hier nur am rummanövrieren und rumfriemeln, wenn du hier irgendwas machen willst, ackertechnisch. Deswegen würde ich lieber diese kleine Ackerfläche hier vorne, wo wir gerade drauf sind, abgeben. Oder mehr oder weniger umbauen, dass wir hier noch so Sachen machen können. So. Und los. Den letzten Streifen noch. Und dann wächst hier Mais. Müssen wir nur noch walzen und dann sind wir durch. Ne? Also düngen, mulchen, direkt Saat. Du kannst natürlich auch grubbern und dann aussehen. Und ja, und zum Schluss nochmal mit der Walze. Und dann hast du deine. Also müsstest du theoretisch deine 100% Ertragsbonus haben. So steht es jedenfalls da. Ja, und dann sollte die Sache laufen. Die wird auch nicht viel zusammenkommen, ne? Der Häcksler, den wir mieten, der wird viel zu teuer sein. Aber, naja. So, hier wird jetzt. Ach, siehst du, hier lässt er was stehen. So, nochmal runter. Mal an und fertig. Zusammenklappen, Abfahrt. So schnell steckt man Mais in die Erde. Ist das schön. Also die Sämaschine ist so eine Mod, wo ich mir so denke, ja, kann man mal brauchen. Ne? Passt sehr viel im Saatgut und im Düngertank drin. Und hat halt Multifrucht, kann halt alles, ne? Mit Direktsaat, Ehre. Katsching, fertig, abkuppeln. So, wir nehmen uns gleich eine Walze. Frage, ist der mit seinem Milchanhänger denn schon da? Wir müssen eigentlich ganz dringend Hühnerfutter holen. Das ist eigentlich auch extrem wichtig. Warte mal, wir können den Jorn Dia ja schon mal losschicken. Richtung Shop kann er alleine fahren. Der Helfer ist jetzt schlau geworden.
So, du musst ihn nur an der Hand nehmen und zur Straße begleiten. Ab da findet er den Weg meistens alleine. So. Na, speicher mal. Passt schon. Wir wollen einen Job erstellen. Mit die freie Fahrt von hier nach zum Shop, genau. Da. Und Abfahrt. Fährt er los? Ja. Ist der andere schon da? Ja. So, dann machen wir mal Kasse. Das Schöne ist, hier kannst du theoretisch auch zwei Anhänger hintereinander hängen, ne? Bist du halt sehr mobil und manövrierfähig. So. Und raus die Jauche. Mal gucken. Katsching! Alter, fast 26.000. Oh, Milch läuft. Geht. Jetzt müssen wir nochmal zusammenrechnen, was wir letztes Mal für Mineralfutter bezahlt haben. Aber eigentlich. Na? So, den lassen wir wieder nach Hause fahren. Wir wollen ja die Milchfassgeschichte hier hinten am Kuhstall haben. Na, dann machen wir freie Fahrt, Job erstellen. Wann mal kann der hier in den Weg reinfahren? Das wäre ja fantastisch. Na, mal gucken, was passiert. Oh, wow, was ist da mit der Lenkung? Kollege, lass Lenkrad dran. So, der Hühnerfutterkollege, der ist schon am Shop. Da sollten wir mal schnell beladen. Halt! Vorher müssen wir den zur Eisenbahn fahren lassen. Ach, wieder so viele Sachen gleichzeitig, ne? Der darf nämlich entladen, weil wir Sojabohnen kriegen wir nämlich bei. Da. Goldcrest valid my CL. Stimmt das? Ja, ich hab recht. Und der LKW ist sehr, sehr schwach. Ne? Also der quält sich hier ordentlich. Was geht. Schön durch die Schlaglöcher hier schaukeln. Wunderbar. So, auch du, mein Freund, kannst dich auf die Reise machen. Und zwar fährst du bitte. Job erstellen, freie Fahrt nach und los. Fährst du? Ja. Gute Reise. So, Hühnerfutter einladen. Wo sind wir denn? Da. Da stehen die acht Dinger. Wir könnten theoretisch wärmer Gewicht dabei. Warte mal, wenn wir jetzt den Anhänger da hinstellen. Ja? Wir machen mal so. Dann legen wir die Gewicht nach da, drehen uns um, hängen die dran. Und dann wäre jetzt natürlich ehrenhaft, wenn wir, also ich würde mal probieren, mit unser Verladetool hier, wenn wir zwei Big Packs gleichzeitig aufpieken könnten. Ich will mal probieren, weil die Big Pack-Funktion an sich, was die so können, ist schon echt cool. Wenn ich mir das angucke, könnte das unter Umständen ja direkt passen. Okay, wir schieben ihn beiseite. Ja. Ah, ist das cool. Guck mal, die können wir hier gleich verladen. Und wie die rumschaukeln, ne? Ja. Guck, wie der reinrieselt. Wunderbar. Irgendjemand wird blockiert. Was ist hier los? Stress im Verkehr oder was? Der fährt. Der fährt. Ne, fahren noch. Ob da die löst anscheinend, hoffentlich. Okay, alles klar. So, und das gleiche machen wir jetzt noch dreimal. Dann haben wir die ganze Geschichte in den Anhänger. Sollten auch genau 8000 Liter drin passen. Alles, was überbleibt, hängen wir uns einfach vorne ran und schleppen das mit nach Hause. Kriegen wir auch 4 ran, aber das wird ganz schön toll schwer werden, wa? Ha! Ne, er macht sich in die raus. Dann nehmen wir nur 2. So. Kommt mal ein bisschen nach hinten gerutscht, Freundchen. Na, ist trotzdem sehr. Eieiei. Oh. Der hebt da aber hinten ordentlich das Beinchen. Aber oh, ganz fantastisch so, ja. Na, schnell mal leer machen hier. Ah, wundercool. Ich finde das echt mega schön. Also, die Big Packs, das ist eine ganz feine Sache. Vor allem, umso leerer die werden, umso schlanker werden sie. Ne? Finde ich mega cool. Ich hab's aber, glaube ich, im 19er auch schon, ne? Das war irgendwie.
Weiß ich gar nicht, war das eine Mod? Kann ich mir gar nicht so richtig dran erinnern. Habe ich nie wirklich benutzt, irgendwie, muss ich ehrlich sagen. So, dann kommt ihr bitte. Oh, das sind aber. Ja, doch. Also, Kontaktverlust am Hinterrad. Bede so ja. So, machen wir hier schnell rein. Macht voll Spaß. Gefällt mir. So. Die Bede noch und dann ist gut. Dann haben wir es. Daneben. Na, wird's denn gehen? Ja. So. Ist denn einer von den Bienen schon angekommen? Ich meine, den Milchanhänger, der ist jetzt nicht so wichtig, aber der LKW wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann können wir den noch schnell leer machen. Und walzen würde ich noch. Noch so viel zu tun, ne? So, der Freund fährt zu den Hühnern. Dann sollte das ja hoffentlich eine Weile vorhalten. Da ist nämlich kein Kornfutter mehr drin. Die haben so viel Kohldampf, die Viecher. Oh, warte mal, die Mähwicht wird problematisch. Ich erkenne da so leichte Probleme. Oh, das schmeißen wir hier dahin. Das Verladetool an dem Frontlader sieht schon echt mächtig aus. Ne? Das ist schon relativ groß. Aber das kann halt so Sachen machen. Oh, müssen wir mal ein Stückchen anheben. Der Gerät. So, komm mal mit. Flexible Unterlenker. Die geilste Erfindung von der ganzen Welt. So, schön durch die Botanik krabbeln hier. Und dann sollten wir jetzt aber endlich abladen können. Dann haben die nämlich wieder was zu kauen. Hallo? Ja. Na? Da, jetzt kommt es. So. So, war komplett leer. 3000 Liter sind hier in Yang. Wir lassen den Traktor einfach mal hier stehen. Na, ist ja fast bis dahin gefahren, wo er hin sollte, oder? Kannst du ja auch nicht meckern. Der Schlauch ist noch da. Wir müssen Gras mähen, glaube ich. Oder? Vielleicht ist der Busch hier ein bisschen fehl am Platz. Mal sehen. So, den lassen wir da stehen. Den Traktor auch. Walzen? Nee, erstmal LKW ausladen. Oh, was hast denn du hier gemacht? Man ist ja ehrenwert, dass du hier die Straße fast nicht blockiert hast, aber. Na komm, dann machen wir das platt hier. So. Los. Oh, komm, jetzt häng dich daran nicht auf. Gib Kette. So, dann laden wir hier mal schnell aus. Halt doch an. Rückwärts. Bremsen. Ausladen. Und ausladen. So, der fährt nach Hause. Für den Rest, den wir noch haben, den darf er holen. Und wir werden jetzt walzen. Jawohl. Dann ist dieses Feld und das daneben nämlich fertig. Und dann ist das schön. Guck mal, die hat eine wunderbare Arbeitsbreite hier. Ich finde die Weize viel, viel besser und die ist schön schnell. Jep. Hier liegt noch Gras rum, habe ich gerade gesehen. Das ist ja verrückt. Du wirst blockiert. Mann, was ist denn da los? Ich will jetzt ja nicht nachgucken, was da passiert ist, aber. Ja. So. Meldung ist weg. Vielleicht haben sie ja geklärt, ne? Guck mal, wie schön. Finde ich halt mega nervig, dass der die olle Walze sofort hochreißt, ne? Soll er doch einfach unten lassen. Wir machen doch nicht kaputt, sondern wird einfach nur besser da, wo wir rüberfahren. Aber naja, ne? Was willst du machen? It is wie it is. So, darauf erstmal ein Bild. Und noch eins. Und Optik. Siehst du, der zieht nämlich schön bis zum Ende durch. Die andere Walze hätte hier auf halbem Acker schon wieder angehalten, weil irgendwo wäre dann irgendwann mal die Kolli aufgetaucht von dem Zaun und da hätte die gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht. So funktioniert das nicht, bitte mach das nicht.
Naja, ne? Ich denke mal, der wird noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Da werden noch viele, 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 viele Mod-Änderungen und neue Mods kommen. Auch multitechnisch, denke ich, wird da noch viel passieren. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich würde auch nicht jeden einzelnen neuen Mod irgendwie runterladen, sondern eigentlich gucke ich eigentlich täglich mehrmals nach, ob etwas Neues gibt, wenn etwas Neues gibt, ob etwas Brauchbares Neues ist. Ne? Also ich lade nicht jeden Quatsch runter. Auch nicht den 30. John Deere von der gleichen hier, den 7810 oder den 20. Mähdrescher oder keine Ahnung. Also ich brauche jetzt nicht von jedem Anhänger die Autoload-Version davon. So eine Sache, ne? Oder ich brauche hier nicht ständig irgendwelche Multifrucht-umgebauten Sämaschinen. Ich habe eine, das reicht mir und dann ist schön. Ne? Na, so wie halt jeder spielen will, ihr wisst es doch. So, siehst du wohl, bis zum Ende durch. Dann drehen wir noch immer um. Dann können wir da eigentlich schon wieder runterfahren. Also die beiden Felder hier vorne sind eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm zu beackern, weil es recht schnell geht. Ne? Super geil. Tada. Tada. Oh, jetzt kommen wir aber hier aus der Spur. Eieieiei. Immer nicht aufgepasst, ne? Sie mit dem Handy spielen beim Fahren. Lieber nicht machen. So. Na bitte. Das ging schnell. Hier wächst jetzt Mais und ist fertig. Wir müssen theoretisch 100%. Ertragsbonus 100%. Ehre. So, wir müssen den LKW nochmal voll machen und den Sojabohnen verkaufen, ne? Ach, wenn ich auf die Uhr gucke. Alle hopp. Und noch runter. Und bremsen. Lenker. Oh. Habt ihr das gesehen? Das war mega knapp. Das war so eine halbe Zeitungsbreite. Vorderrad und Deichsel vom neuen Schneidwerk. Hätte ja auch klappen können. So, stellen wir da hin. Wunderbar. Wollt. Oh, ist hier los? Seid voll. So, bleib stehen. Wir brauchen den LKW. Dann machen wir den noch voll. Also, das ist ja ganz schön die Friemel hier, ne? Mit dem Silo. Ich meine, wenn man Platz hat, ist das eine feine Sache. Aber ich bin echt gewillt, das vielleicht nochmal umzubauen. Gibt es denn hier die Möglichkeit? Ich will nur mal kurz gucken. Ich will hier jetzt nicht großartig rumexperimentieren. Bei Silos. Ja, was hat denn das hier für ein Füllvolumen? 800.000 Liter. Aber guck mal, das ist recht kompakt. Das könnte man hier auch hinstellen, ne? Silo-Erweiterung. Guck mal, wir können hier für 250.000 nochmal so einen Becher daneben stellen und dann passt es doch. Wollen wir das so machen? Ich wäre mir ehrlich gesagt irgendwie bald lieber, weil es angenehmer, ne? Mit dem B- und Entladen. Wobei ich das hier so von der Funktion her lieber mag eigentlich. Aber dann bräuchtest du theoretisch andere Anhänger oder Auflieger, wo du nicht diesen Trichter unterschwenkst, sondern wo du einfach rückwärts ranfährst mit dem Kornschieber und fertig. Ja. Naja, so Sachen machen. So, wir lassen den mal fahren. Ja, Job erstellen. Du fährst noch mal nach da und bleibst bitte wieder hängen. So, Abfahrt. Ich würde jetzt sehr gerne Land kaufen wollen. Und zwar, was kostet der Acker? Ja, meine Maus ist schon wieder weg. 226, dann hätten wir noch 40.000 über. Das hier und das hier wäre auch sehr cool. Aber ich hätte gerne die hier oben, die beiden. Hier wächst, warte mal, wächst da was? Nö, wächst immer noch nichts. Wollen wir das einfach mal kaufen? So, habe ich gemacht. Dann lassen wir den noch ausladen. Dann wir können schon mal den Zug rufen. In der Zeit, wo der LKW kommt, können wir schon mal hier anrufen und sagen, komm vorbei. Komm. Da hinten kommt auch mal Kowe fahren. So, die Sojabohnen raus. Dann hoffentlich kommt gleich der Zug. Bin immer noch guter Dinge, dass er hier gleich eintrudelt.
Wäre natürlich nicht schlecht. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist schon wieder mehr als vorbei, ne? Aber naja, wird's halt so Sachen machen, ne? Dauert halt. Na? Jetzt lässt er aber auf sich warten, wa? Okay, dann warten wir halt mal. Da ist das Ding. So, dann fahren wir mal zurück. Warte mal, halt. Nee, stopp, wir können ja hier beladen. So, ihr Boden, ja, voll machen. Und Abfahrt. Also würde ich hier an den Bahnschranken wohnen, würde mit der Mega auf den Sack gehen. So, verkaufen für 115.000. Na, das ist doch fantastisch, Leute. Da schauen wir doch gleich nochmal nach. Wir machen heute wieder länger, ist ja egal, weil Silo. Wo sind wir denn? Da sind wir. Was kostet mich das? 147 könnten wir uns leisten, wenn wir das andere verkaufen. Was kriegen wir dafür? Ja. Wir haben so einen Plan für das nächste Mal. Gras mähen, die Wiesen sind alle reif und wir müssen auch bald in die Ernte gehen. Ne? Die Gerste dürfte auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. 2 Monate noch. Haben wir genug Zeit zum Gras mähen. Ich würde noch ein paar Silageballen wickeln. Ein bisschen Heu müssten wir wahrscheinlich machen, wa? Ja, schauen wir mal. Pläne habe ich genug. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht den Quatsch. Reingehauen.